Wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, dann muss man sehen, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende ich mich bemüht habe, die Wahrheit nicht zu sehen. Und das muss wehtun. Gott sei Dank tut es weh. Sonst wäre heute noch so wie gestern. Aber du kannst auch, ohne dorthin zu gehen, wenn du dich freiwillig entscheidest, die Augen zu öffnen. Klar kriegst du auch solche Vorschauungen wie ich, aber wenigstens hast du weniger Schmerzen. Ja? Apropos Schmerzen, morgen machen wir eine Schmerzübung, wie du sehen wirst. Schmerz kann man sofort auflösen. Es gibt Methoden, wenn man weiß, wie Schmerz funktioniert. Schmerz ist ein Hilfsmittel, Schmerz ist ein Geschenk. Es gibt nichts Schöneres als Schmerzen für die, die bemerken, worum es geht. Für die, die die Botschaft des Schmerzes entschlüsseln können. Das heißt nicht, dass die Botschaft sein muss. Weil das, was dir Schmerzen verursacht, hast du schon längstens gewusst, aber du hast dich nicht gedacht, es zu verändern, weil du nicht sicher warst, was denken bloß die anderen? Was ist denn plötzlich, da könnte ich ja meinen Job verlieren. Ja, Gott verdammt, lieber den Job verlieren als ein Leben lang Rheuma. Als ein Leben lang Schmerzen und Schmerzmittel und dich vergiften. Lieber mal eine Scheidung oder einen Stellenverlust oder ein Bankrott ist halb so schmerzhaft wie Arthritis. Finde ich. Ich lebe mal mit einem freien Geist im Kapitalismus. Für einen freien Geist gibt es keinen Kapitalismus. Wie findet man seine wahre Bestimmung? Danke, das tut mir gut. Ich habe das Gefühl, ich werde verstanden. Obwohl, ist eigentlich egal. Ja, wer versteht dich schon? Stellst du, bemühe dich nie darum, dass man dich versteht. Versuch du dich zu bemühen, dass du die anderen verstehst. Das reicht. Ein Free Spirit ist nicht der, der Liebe einfordert, der verstanden werden will, der getröstet werden will, sondern einer, der tröstet, der versteht und der liebt. Das sind Unterschiede. Aber egal. Wie findet man seine wahre Bestimmung? Ja, die muss man gar nicht suchen. Die kannst du gar nicht finden, die ist ja ständig da. Das ist das, deine Bestimmung ist das, was du am liebsten tun würdest, wenn keiner dir sagen könnte und keine Begrenzung da wäre, welche dir sagen würde, dass du das nicht kannst. Was würdest du am liebsten in deinem Leben verwirklichen, wenn du könntest? Du hättest unerschöpflich Geld, unerschöpflich Freunde. Ja, Geld ist einfacher. Na gut. Aber die Freunde kommen dann schon. Ja, die Freunde kommen dann schon. Wenn genug Geld da ist, kommen die dann schon. Genau. Nein, aber Spaß beiseite. Frag dich doch besser mal nicht, was deine Bestimmung ist. Das deutet nämlich darauf hin, dass da einer glaubt, der liebe Gott gibt dir die Bestimmung und wenn du die nicht erfüllst, kommst du in die Hölle und so fort. Nein, deine Bestimmung ist genau das, was du am liebsten tun würdest, wenn du tun könntest, was du wolltest. So wie ich. Tu einfach, was du willst. Also die Frage ist nicht, was ist die Bestimmung, sondern warum lebst du nicht das, was du leben willst? Denn dort ist das Problem. Und du hast gute Gründe dafür und sie sind alle richtig. Aber man kann sie alle überwinden. Du brauchst keine Rücksicht nehmen. Du brauchst nicht dich anzupassen, du brauchst nicht so zu sein, wie die anderen wollen. Du musst keinem Wunsch eines Gottes entsprechen. Der liebe Gott hat dir nur eins gesagt, du kannst machen, was immer du willst. Das Einzige, was du wissen musst, wenn du dann da runtergehst, dir geschieht nach deinem Glauben. Punkt. Glauben versetzt Berge. Dein Glaube hat dich geheilt. Die Sache ist klar. Du kannst machen, was immer du willst und geschehen wird das, was du glaubst. Ende. Jetzt ist es so, dass manche Leute denken, ja, aber nein, mir geschieht genau das Gegenteil. Nein! Die sind sich nur nicht bewusst, dass das, was sie vorgeben zu glauben, nicht das ist, was sie wirklich glauben. Und da ist Free Spirit angesetzt, wo wir hingehen und sagen, jetzt schauen wir mal, was du wirklich glaubst. Weil die Realität ist nicht falsch.
sondern wenn es nicht passt, dann weißt du nicht, was du erschaffen hast und wie. Und wenn wir das lernen, kriegen wir auch die Werkzeuge in unsere Hände, wie wir es verändern können. Weil das, was du jetzt erlebst, ist genau das, was du erleben wolltest. Das lässt sich aber auflösen oder integrieren, wie wir sagen, und dann kannst du eine neue Realität erschaffen. Das liegt an dir. Du bist der Schöpfer. Du bist die Schöpferin. Und nicht irgendeiner da draußen. Es steht sogar in der Bibel, mach dir kein Bildnis. Und was machen die Idioten? Sie hängen ein Kreuz auf, sie machen schöne Bilder und so weiter. Es steht doch, mach dir kein Bild. Das heißt übersetzt, mach dir gar keine Vorstellung, weil jede Vorstellung für Gott ist viel zu klein. Wenn du Gott erlebt hast, dann weißt du, unmöglich, sich das vorzustellen. Du drehst sofort durch. Wenn du das in eine Vorstellung, in ein Wort, in einen Namen, in eine Idee hineinpacken willst, das geht nicht. Gott ist Wahnsinn. So viel größer, so viel weiter, so viel. Er ist sogar, schau mal, Liebe, Liebe, wir reden immer von Liebe. Liebe, Liebe ist so groß, dass sie einen Weltkrieg ohne weiteres beinhaltet. Verstehst du? Ich habe mich oft gefragt, mein Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Und er hat immer zu mir gesagt, die Liebe ist es, die sowas zulassen kann. Ich habe gesagt, die Liebe, du spinnst ja wohl da oben. Das kann doch keine Liebe sein, wenn Menschen leiden. Doch, sagte er zu mir, das ist das, was du nicht kannst. Du würdest jeden Idioten heilen, nur damit du nicht leidest, weil du nicht zusehen kannst, dass jemand leidet. Liebe kann sogar zusehen, wenn es dir schlecht geht. Weil Liebe weiß, dass das, was daraus entsteht, dass wenn man einen Samen in die dunkle Erde hineinpresst und oben zudrückt mit einem Haufen Scheiße, kommt eine Rose, die duftet wie im Paradies. Oder düngst du deine Rosen im Garten mit Dior-Parfüm? Oder was? Nein, wir düngen unseren Garten mit Mist. Aha. Ja, so weit reicht meine Birne nicht. Ah, das stimmt. Also jeder, der mich anscheißt, der düngt mich. Das ist ja eine cool. Das heißt, jedes Mal, wenn einer zu mir kommt und sagt, Bruno, du bist ein Arschloch, sage ich danke. Das ist jetzt aber großzügig von dir, dass du mir so... Ja, echt? Dass du mir so viel Dünge gibst, damit ich wachsen kann. Was will ich mehr? Und ich nehme den. Und der denkt sich, der Bruno stinkt. Jetzt wollte ich dem eins in die Fresse haben und der bedankt sich dafür. Das geht doch nicht. Und doch, das geht, wenn man weiß, wie die Dinge funktionieren. Danke Gott, wie öffne ich dauerhaft mein Herz? Ja, wie öffne ich dauerhaft mein Herz? Ja, hallo. Auch hinter dem Vorhang ist eine Wand. Und da gibt es nichts zu öffnen. Das ist doch die falsche Frage. Wie öffne ich mein Herz? Gott, verdammt, wie hast du es verschlossen? Was hat dich dazu gebracht, dein Herz zu verschließen? Was war das? Ein Erlebnis. Irgendeine Erfahrung mit einem Menschen. Lass dich nicht beeindrucken von den Dingen, die geschehen. Denn Liebe ist etwas, was ist, nicht etwas, was geschieht. Und wenn es ist, ist es immer. Vom Anfang an und bis zum Schluss und was da draußen geschieht, ist doch wurscht. Ja? Du kannst immer lieben, du musst dich nur fragen, was hat dein Herz verschlossen? Wieso hast du dein Herz verschlossen? Und du wirst sehen, du hast dein Herz nur verschlossen, weil dich jemand verletzt hat. Ja, und jetzt geh ins Spital. Hat jemand gesagt, dass du nicht hübsch genug bist? Hat Papi gesagt, dass du keinen Herrn hast? Oder was? Ja, nein! Das ist diese Idee, die anderen sind verantwortlich dafür, wie ich bin. Und das ist gelogen. Du allein entscheidest, was, wie und wer du bist. Und wenn ein anderer mit irgendeiner Handlung es verändern kann, dann warst du einfach nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Feuer gehört, bisschen zu sehr. Dann warst du einfach. Ein Herz. Ein Herz kann sich gar nicht verschieben.